Hi bei Bau Boom Bang und heute geht's ab nach Hannover zur Maker Faire. Was ist das denn hier so laut? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jetzt geht's weiter hier in Hannover bei der Maker Central und ich kann nur herzlich willkommen sagen. Viel, viel Spaß in den nächsten paar Minuten, Stunden, keine Ahnung, wie lange das Video dauert. Irgendwie ein Verfolgungswahn, ich weiß auch nicht, aber irgendwas verfolgt mich da hinten. Ich kann es nicht genau sagen, aber das ist Maker Faire. Aber jetzt kommt der Gag, selbst der Drache hat einen Einweiser. Jetzt geht's hier zum YouTuber-Talk. Es gibt eine kleine Gesprächsrunde. Auf jeden Fall setzen wir uns alle zusammen und quatschen ein bisschen über YouTube. Was heißt Maker-Dasein bei YouTube oder Instagram und so weiter. Wir haben ja verschiedenste Maker hier am Start. Das wird ganz, ganz spannend. Es wird natürlich auch gestreamt. Jetzt geht's los, Leute. Die Runde steht soweit. Ich würde den Opener machen mit, wie seid ihr eigentlich hierher gekommen? Also ich weiß, dass Alan gerade aus Dänemark kommt. Wir haben Leute aus Berlin, bisschen Süddeutsch, bisschen Schweiz, bisschen überall. Was bringt euch hierher? Fang einfach an. Ja, meins ist auch so laut geregelt. Ich muss aufpassen, ich muss ein bisschen weniger reden, weil ich habe einen sehr redelastigen YouTube-Channel. Mein Name ist Marcel und mein Kanal ist Bau Boom Bang. Das ist ein Kanal, wo auch eigentlich alles gebaut wird von Holz. Finde ich an solchen Events sehr, sehr wichtig. Ja. Du hast alles gesagt. Ja. Okay, perfekt. Ja. Ich habe ja gesagt, ich rede zu viel. So, wir machen jetzt mal hier einen kleinen Messerundgang, weil es gibt so viel zu sehen. Wir ganzen YouTuber haben jetzt genug gequatscht und jetzt geht es mal um die ganzen Erfinder und anderen Maker, die hier so rumlatschen und halt auch ganz viel zeigen und ausstellen. Ich mir mal irgendwann so eine CNC-Fräse anschaffe, ich weiß es noch nicht. Hier bin ich bei Centronics und da gibt es Namensschilder und ich glaube, ich lasse mir mal ein Bau Boom Bang Namensschild machen. Leute, mein Fahrrad ist fertig. Ich habe mich total umentschieden und ich mache es nicht aus Holz. Ich habe es einfach mal schnell gestrickt. Was haltet ihr denn davon? Deshalb bin ich auch hier, um mir Ideen zu suchen und das hier unten ist eine Idee, ein Grundgerüst für mein neues Projekt. Aber ich verrate noch nicht, was es wird. Ihr wundert euch, warum meine Videos immer so schnell kommentiert werden. Ich kann euch jetzt die Maschine zeigen, womit jedes Video sofort kommentiert wird. Das Einzige, was ich gerade noch ein bisschen am Modifizieren bin, ist die Smiley-Funktion, weil die gehört natürlich zu jedem Kommentar dazu. Für alle Kollegen, die nächstes Jahr beim Stock Race mitmachen, hier vorne könnt ihr euch schon mal inspirieren lassen. Das wäre doch was für euch. Guck mal, Michael, hier ist ein Auto für dich. Die Messe ist super voll, sehr, sehr interessant, kann ich nur sagen. Und mein erstes Fazit, wirklich durch die beiden Hallen und auch durch den Außenbereich, die Welt besteht aus 3D-Druck. Ich glaube, ja, das ist die absolute Zukunft. Ich habe ja auch einen 3D-Drucker, ich habe noch kein Projekt damit für euch gemacht. Was mich interessiert, ist ein 3D-Drucker, der gleichzeitig ein Laser und auch ein Gravierer wäre, also ein Fräser. Ich guck mal, ob ich sowas hier finde. Das ist, glaube ich, der größte 3D-Drucker hier auf der ganzen Messe. Auch sehr, sehr beeindruckend, was das Ding kann. Ist halt eine Eigenkonstruktion.
das gute alte Holzspielzeug auch zum Glück vertreten, weil es kann ja nicht immer alles nur so techniklastig sein. Und einfach mal analog. Ich bin jetzt hier beim Hawk Hildesheim. Und zwar gibt es dort einen Akkuschrauber-Rennwettbewerb. Und zwar sind Universitäten aufgefordert, dort ein Gefährt zu bauen, was mit dem Akkuschrauber angetrieben wird. Und hinter uns sehen wir gerade Platz 3. Den zeige ich euch mal genauer. Du hast gar kein Soundmodul, ne? Du hast noch nie in deinem Leben gesprochen, oder? Natürlich. Es ist gar nicht so gruselig, wie ich dachte. Sie sind eigentlich nur zum Beschützen da. Das spart viel Geld im Security-Dienst hier. Ne? Genau. Lieber Philipp, das ist ein ganz persönlicher Beitrag nur für dich. Ich habe eine super Idee, wie du deinen Bus ein bisschen aufpimpen kannst. Was hältst du denn von solch einer Außengestaltung? Jetzt bin ich, glaube ich, beim schönsten Schönwetterfahrzeug, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, was bei Platzregen passiert. Fuck! Das ist jetzt leider bei YouTube. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen detaillierter den Maker Truck vom Jenny, weil das ist einfach ein grandioses Teil geworden. Lieber Lukas, ein paar Worte. Ich möchte mich erstmal riesig bedanken dafür, dass du das hier überhaupt wirklich gemacht hast und für deinen Maker-Truck. Ja. Aber jetzt möchte ich von dir noch wissen, mit wie viel Stolz erfüllt dich das, dass dieses Konzept so geil aufgeht? Viel, viel. Ich habe jede Stunde, wo ich an dem Maker-Truck gearbeitet habe, habe ich mir vorgestellt, wie kommt es. Aber dass es so gekommen ist, dass ich einfach draußen stehe, es funktioniert von alleine, geil. Super, das wollte ich eigentlich, ja. Ja, das ist grandios. An allen Seiten des Trucks wird gearbeitet. Es wird modelliert auf der Holzseite. In der Mitte wird gearbeitet. Hellen näht währenddessen. Auf der anderen Seite Metall bearbeitet. Ja. Es wird ein Messer hergestellt. Also auf kleinstem Platz. Und es ist halt einfach, es zieht die Leute an. Und es ist mega unterhaltsam. Ist für Kinder, für Große, für egal wen, das ist. Ich möchte ganz, ganz lieben Dank sagen. Dafür. Bitte gern geschehen. Danke, super, dass du da bist. Ja, Alter, das ist mein Kaffee.
So, ich habe auch meine Rolle auf der Maker Fair gefunden. Hier an Jennys Maker Truck. Denn ich bin ganz persönlicher Getränkebringer vom Habbo. Bitte schön. Dankeschön. Lass es dir schmecken. Ja, werde ich definitiv. Ja. Ja, wenn sie von dir ist, dann schmeckt sie ja gleich doppelt so gut. Ich bin noch nicht fertig, aber es sieht schon relativ gut aus. Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich werde jetzt nur noch hier ein bisschen an der Seite ein bisschen was anpassen. Ich habe jetzt hier die Schmiedejungs hier das Ding hier begradigen lassen. Und dann wird er gesandet und dann kommt der rein und dann kommen Schrauben rein, dann kommt Öl drauf und dann ist die Scheiße fertig. Hier haben wir alle Aufkleber von den ganzen YouTubern und ich wundere mich die ganze Zeit, was geht denn hier ab? Jetzt ist es mir aufgefallen, ich habe einfach den buntesten Aufkleber und alle Kinder nehmen sich einen mit. Was für eine Riesenfreude. Das ist unsere liebe Anna, die ihren wunderbaren, zauberhaften Flügel hier auf der Maker Fair in Hannover am Maker Truck von Jenny modelliert. Und, bist du happy? Ja, auf jeden Fall schon mal super, happy. Dass das Wetter auch klasse ist, ne? Ja, es regnet nicht, das ist die Hauptsache. Es hat also vorhin mal geregnet, nicht ne? Nicht mehr, ich wollte gerade sagen. Ich freue mich schon aufs Ergebnis, weil es immer Spaß macht, auch zuzusehen. Und ich finde es halt auch einfach mal total cool, mal was ohne Holz oder Metall zu sehen. Also, und jetzt schauen wir mal einem YouTuber über die Schultern, wie er YouTube macht. Achso, Arne, was ist los? Grüß dich. Alles gut? Ich mach YouTube. Guck mal hier, so sieht das aus, wenn ein YouTuber YouTube macht. Pass auf. Und ein anderer YouTuber, ein YouTuber beim YouTube machen. Ich werde jetzt diesen YouTuber dabei filmen, wie er dieses Gerät sachgerecht bedient. Und wieder zusammenbaut. Ich hab's kaputt gemacht. Nein, guck mir nicht dabei zu. Das ist mir unangenehm. Fühlst du dich beobachtet? Es gibt so viele 3D-Drucker hier, das geht man zur Not schnell nach. Lass uns da draußen mal drucken. So langsam geht hier auf der Maker Fair in Hannover und am Maker Truck der Tag vorbei. Es war ein grandioser Tag. Super viele Zuschauer, ganz viele Maker, die hier waren. Es war wirklich grandios. Hat echt richtig Spaß gemacht. Hier am Maker Truck wurde wirklich richtig, richtig viel geschafft. Und es wird natürlich immer noch geschafft, bis auf die letzte Minute. Gleich haben wir 18 Uhr, dann schließen hier die Tore und ich mache mich wieder auf den Weg zurück ins wunderschöne Kölle. Und ich hoffe, ich konnte euch einiges hier zeigen. Ihr hattet ein bisschen Spaß, ein paar Eindrücke für alle, die es nicht geschafft haben. Also, ich bedanke mich. Das war euer Bau Boom Bang. Lasst schön ein Abo hier, kommentiert fleißig und wir sehen uns beim nächsten Mal.